Sehr genial. Ich werde immer wieder gefragt in meinen Kochkursen, wie bekommt man Schweinefleisch richtig knusprig? Im Prinzip gar nicht schwer. Ich habe jetzt hier so einen Schweinebauch. Tolles Stück Fleisch im Übrigen. Und so ein Schweinebauch hat wahrscheinlich mehr Geschmack wie jedes Schweinefilet. Biologischerweise. Pass auf, wie funktioniert das Ganze? Erstmal braucht er so ein Gitter, eine Fettpfanne und in die Fettpfanne kommt einfach ein bisschen Wasser. Ganz einfach. Jetzt die Schwarte mit Öl einreiben. Ja? Und zwar reichlich Öl. Und dazu kommt dann ganz wichtig, schaut mal her, reichlich Salz. Also richtig viel Salz. Ja? Ordentlich. Nicht geizen mit den Reizen. Und ich mache das einfach ganz straight, ohne Schnickschnack. Und genauso kommt das Ganze bei 150 Grad in etwa 2,5 bis 3 Stunden im Backofen. Okay. Und wenn es da drin ist, dann schmort das Ganze nochmal ganz kurz unter den Grill und dann schaut es so aus. Und hier ist die Jus, ja, der Saft. Und diesen Bratensaft, ja, diesen Bratensaft lasst ihr ganz stark einkochen. Gebt ein bisschen Honig dazu, ein bisschen Mango-Chutney und ein bisschen geschoteten Pfeffer. Und dann hat man einen mega monströsen Honiglang. Sehr geil. Und dazu mache ich einen Gurkensalat mit Koriander. Schau mal, ich habe schon Gurken geschnitten. Und da sieht man ganz deutlich, die Gurken, die geschnitten sind und gesalzen sind, ziehen natürlich Wasser. 5 Minuten warten, die Gurken dann auf ein Sieb schütten. Ein bisschen ausdrücken. Und jetzt mache ich im Prinzip einen klassischen Gurkensalat dazu. Zu dem knusprigen Schweinerücken, bzw. Schweinebauch. Mit Koriander, ja, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen anders mache. Hier meine hochgeliebte asiatische Petersilie, die kommt dann dazu. Ja, grob geschnitten zu den Gurken. Und jetzt, schwuppdiwupp, kommen ein paar Zutaten. Salz braucht man keins mehr, weil die Gurken waren ja eingesalzen. Ganz wichtig, so wie die Oma das früher auch gemacht hat, ordentlich Zucker dazugeben. Eine schöne Prise Sahne bzw. ein Schlückchen, ja, ein bisschen Creme Fraiche und ein guter Essig. Das ist das absolute A und O. Schaut mal her, hier steht es geschrieben, Henze, Essig, Orangenessig. Gibt es bei mir im Shop. Ein bisschen was rein, diffizile Säure, ja, nicht so plump und knackig, sondern eine ganz feine, milde Säure. Okay, das Umrühren. Wie gesagt, der Zucker ist wichtig, dass wir da genügend Zucker drin haben. Jetzt noch ein bisschen stehen lassen, ein bisschen durchziehen lassen und dann hat man einen so einfach und so gut. Und jetzt schaut mal her zu unserem Schweinehals. Schweinebauch, ich sage immer Hals, Bauch, Fettsack, Bauch. Und jetzt, Achtung, hört ihr das? Allein der Ton ist schon ein Wahnsinn. Saftig, butterweich, super gut. Jetzt von dem Gurkensalat ein bisschen was hier dazu. Das ist so einfach und Freunde, so abartig lecker. Und jetzt, schau her, jetzt können wir hier so ein bisschen so crunchy Stücke schneiden. Und die können wir hier so anrichten. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Kommt nochmal ein Stück. So. Okay, alles klar. Und jetzt obendrauf. Okay, bei 3. 1, 2, 3. Schaut mal her. Wow. Mein Schweinebauch mit Honiglack. Dem besten Gurkensalat der Welt unbedingt nachkochen. Ein Wahnsinn!